Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, heute kommt natürlich das letzte Mal auch jetzt für die Folgen Mottenmann Equinoctium. Und dementsprechend, ja, geht gleich los. Wir gehen einmal kurz rein, wir haben eine neue Aufnahmesession. Und ich habe noch nicht mal eine Gruppe aufgemacht. Es ist ja, ich bin vorbereitet. Vorbereitung pur hier. So, wir haben heute verwerte Vorkriegsgeld. Goldstern, baue etwas in einer Unterkunft. Pflanze im freien Kameramodus etwas in Werkstätten oder Camps an. Sammle eine Teekanne. Schließe das Event Mottenmann Equinoctium ab. Töte drei Schlinger. Verkrüpple ein Meyerlurk-Körperteil. So, ich werde mal... Ich kann nichts in der Unterkunft bauen. Das ist zu schwierig. Wollen wir nicht haben. Stelle ballistische Munition her. Okay. Und Pflanzen. Ja, ich bin Fleischfresser. Okay, mit Stoff kann ich eher schon was essen. Ich esse auch prinzipiell jede Ressource. So. Bedeutet das letzte Mottenmann Equinoctium, was wir jetzt heute machen. Denn morgen soll nochmal eine Baufolge kommen. Und ja, es hängt mir auch schon ein bisschen zum Hals raus. 2 Wochen ist ein bisschen lang. Wir hatten auch schon im Stream mal drüber debattiert und hatten gesagt so, hey, wie wäre es, wenn wir das dann nicht so machen würden, dass wir quasi das Ganze einmal wöchentlich irgendwie in eine Rotation kriegen würden. Mit ganz vielen verschiedenen Events. Das wäre eigentlich auch mal ganz cool. Also nicht immer nur 2 Wochen lang ein und dasselbe Event. Ne? Aber, naja gut, wir haben es jetzt immer noch in 2 Wochen Rotation und jetzt haben wir danach noch 1 Woche Ruhe. Das heißt, 1 Woche haben wir jetzt noch, bis dann das Update aufkommt. Das heißt, dementsprechend die Zeit naht, müssen wir uns auch mal ein winziges bisschen vorbereiten. Kinder, hört alle zu! In der Stätte des Weisen gibt es 3 Scheiterhaufen. Ihr Licht ist ein wichtiger Katalysator für unser Ritual. Die Stumpfsinnigen haben versucht, unser Licht zu dämpfen. Zerstört zuerst die Pflanzen, die jeden Scheiterhaufen umgeben. Jeder Scheiterhaufen wird von einem Beobachter betreut. Wenn die Pflanzen zerstört sind, geben die Beobachter die nächsten Aufgaben bekannt. Beeilt euch, Kinder! Seine Geduld ist nicht so groß wie seine Weisheit. Na gut, dann wollen wir mal. Nochmal ein bisschen Pirkarten hier hin und her geschoben. Riechst du den Moschusgeruch in der Luft? Das metallisch süße Aroma. Und jetzt einmal fix die Dinger hier freigeräumt. Und dann schauen wir mal. Halt. Hätte die 2 gleich mitnehmen können. Dich kann ich auch gleich mitnehmen. Na, sei doch nicht so zerstreut, mein kleines Albino-Hirnsch. Das geht doch nicht. Ich nehme ich auch nochmal so mit. Ja, jetzt. Ne? Das geht ja mal gar nicht. Don't touch me, sonst klatschi. Dreckige, widerliche Pflanzen. Ein guter Anfang. Doch wir sind noch längst nicht fertig. Gut, hier ist keiner heute. Die Propheten der Täuscher treiben sich an diesem heiligen Ort herum. Sie verunreinigen unser Ritual. Ach, ich verrate doch hier niemanden. Ich berate sie höchstens. Nein, ich schaff's nicht hoch. Immer noch kein Jetpack. Einer nach dem anderen, ja? Immer ganz ruhig bleiben hier. Und dann gefühlt mit einem Rock. So, da haben wir den nächsten. Hier da hinten gehen wir auch nochmal. So, einmal kurz hier durchgerutscht.
Machen wir heute eine völlig andere Routine hier. Ja gut, habe ich. Nächsten. Weil man mit einer Schrotflinte wieder auf Distanz spielt, ne? Also, ja. Ich lerne es auch nicht, also. Hey. So. Wow, ihr schießt auch genauso viel daneben wie ich. Also, wir brauchen ja gar keine mehr. Wir brauchen ja gar keine mehr. So, dann nehme ich hier einmal kurz alles Gaudi mit. Und jetzt brauchen wir noch Hirsche und Propheten. So, von den Hirschen habe ich schon 8 gesammelt. Das ist ja wenigstens was. Da haben wir gleich den nächsten Hirsch. Na, komm her, mein kleines Hirschi. Mein kleines Hirschi-Baby. Na, aber. So, das sollte, denke ich mal, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sollte eigentlich schon längst an Blut reichen. Was wir jetzt hier haben. Wenn es nicht reicht, ne, dann mach ich irgendwas verkehrt. So, da oben drauf haben wir wieder einen und dort oben drauf haben wir noch einen. Ich folge seinen flatternden Flügeln und werde. Ich werde! Sind immer diese Sitzenden. Immer schlimm mit denen. Hast du ein Schwein, das ich gerade nachladen musste? Die Ritualorte sind vorbereitet. Die Beschwörung beginnt, sobald alle Scheiterhaufen entzündet sind. Los, entzündet die Flammen, während ich den Staub des Weisen in die Luft bringe. Na, dann wollen wir mal den Staub in die Luft bringen. So, noch jemand mit anderer Meinung? Nein? Gut. Ich sollte vielleicht gleich auch erstmal was essen. Werden uns gleich zutextet. Habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Mal gucken, was ich gleich noch so im Pitboy finde. Oder im Rucksack. Ah ja. Die Flammen unserer Scheiterhaufen entzünden den Mottenstaub. Er bringt Erleuchtung, so kurz sie auch sein mag. Atmet ein, Kinder, atmet ein! Er blickt die Welt durch seine Augen, Kinder. Lasst Staub, Flammen und Dämpfe in euch hinein. Saugt alles auf. So erkennt ihr die Wahrheit. Aber macht euch bereit, denn die ketzerischen Stumpfsinnigen wird diese Vision erzürnen. Die Wirklichkeit unseres Weisen wird sie rasend machen. Ihr müsst unsere heiligen Lichter, die Scheiterhaufen, vor den elenden Kreaturen schützen. Ohne den Feuerschein kommt unser Gast nicht. Die Stumpfsinnigen nähern sich der Kirche. Tötet sie, Kinder! Keine Gnade! Na denn? Der Scheiterhaufen an der Brücke ist das nächste Ziel der Ketzer. Ihr müsst ihn schützen! Bitte, ich muss los. Der Rest ist euch überlassen da. Die Ketzer bringen brutale Bestien mit. Aber lasst euch nicht täuschen. Alle, die vor euch stehen, müssen sterben. Egal ob Mensch oder Bestie. Diese verdorbenen Schatten dienen alle dem Willen der Falschen.
So, auch das haben wir. Na, die Kirche ist gleich kaputt. Oder auch nicht. Oh doch, jetzt. Jetzt geben sie sich Mühe. Haben wir jetzt aber schon einen leichten Schaden auf die Brücke gekriegt. Die stumpfsinnigen Eilen zum Scheiterhaufen am Wasser, Kinder. Ihr müsst ihn schützen. Na, dann wollen wir ihn mal schützen. Diese standhaften Dummköpfe greifen von allen Seiten an. Beschützt die Scheiterhaufen, erledigt ich die Ketzer. Weiß erwischt? Nee. Jetzt so. Also, man greift die Todeskralle da mit dem Ding an. Hört doch damit auf. Und du hör auf, darauf rumzuschriebeln. Böse Todeskralle. So, einmal nochmal nachladen. Nicht anschuckeln hier. Gruppenkuscheln wollen wir nicht. Na? Gut, da hinten ist alles fein. Weglaufen bringt euch nichts mehr. Das gibt jetzt hier nur noch Granaten und dann ist gut. Spürt ihr das? Der Weise nähert sich. Er wartet auf unser Signal. Schnell, Kinder, kehrt zu mir aufs Museumsdach zurück. Wir müssen ihn einladen, ihm unsere Liebe zeigen und unsere Dankbarkeit. Tanzt, singt, ruft, spuckt Gift und Galle, zeigt Gefühle, zeigt... Hörst du uns, Weiser? Komm zu uns! Die Erweiterung des Geistes. Das wachsende Gefühl von Weisheit und Vorahnung? Oh, weiser Mottenmann, du bist unserer Einladung gefolgt. Wir sind nur Insekten vor deinem Intellekt. Kommt, Kinder, lasst den Weisen auf euch blicken. Badet in seiner grenzenlosen Weisheit. Das Plüschtier hatte ich ja schon. Na gut, fehlt ein einziger Bauplan, ist aber nicht so weiter schlimm. Mein Gott. Die meisten habe ich davon. Den einen, den ich haben wollte, den habe ich auch gekriegt. Dementsprechend passt das. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir das jetzt soweit durch? Jetzt können wir uns mal wieder ans normale Game hier widmen. Das war jetzt das letzte Mal Mottenmann. Dementsprechend für eine lange Zeit das letzte Mal. Es wird wiederkommen, so wie immer, aber... Tschüss, Mottenmann. Gehabt dich wohl. So. Jetzt haben wir noch Verkrüppel, sammle Teekannen und. Gut, nehmen wir einmal kurz Teekannen jetzt mit auf. Das soll ja jetzt nochmal schnell vonstatten gehen hier. Zwei Teekannen, ja, nehme ich zwei Häuser-Teekannen hier. Das passt immer ganz gut. Gut, wir hätten noch Palast des verschlungenen Pfades, da könnten wir auch Teekannen sammeln, ja. Aber da muss ich mich durchkämpfen und ich bin ja jetzt faul und weil ich jetzt faul bin, nur zwei Mobs machen möchte. Machen wir es halt so. Genau, nicht wir. Sehe ich genauso.
Und das hat auch keiner der anderen Mobs mitgekriegt, dass ich hier was in die Luft gejagt habe. Deswegen, jo, passt. Kann ich mich gleich hier unten wieder drunter verstecken. So, jetzt haben wir noch Meilöck Körperteil. Ja, dann gehen wir mal direkt ins Hochmoor. Passt. Soll ja nicht lange dauern. Und wir haben sogar noch einen Mottenmann-Heini da. Na gut, denn wir sollen verkrüppeln, also krüppeln wir mal. Das war schon fertig. Aber wir machen es noch schlimmer. Wir lassen die ganzen Leute hier erstmal liegen. So, und jetzt gucken wir mal, wo er ist. Da ist er. Mit dir machen wir dasselbe, weil wir es können. Legst du dich mal wieder hin? Welche Seite war noch nicht gekribbelt? Ah, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Ach, da bist du. Gut, jetzt ist er geplatzt. Mano. Hätte ja auch anders klappen können. So. Jetzt kriegt die noch, was sie verdient. Und dann sind sowieso schon wieder alle platt. Böse Eier. Gleich zerschießen. So, haben wir das auch. Dann brauchen wir noch 3 Schlinger. Dann gehen wir zur Schlingerlagune. Beheimatet der Schlinger. Sollte also auch mit kein Problem sein. Oh, was ist jetzt mit meiner Stimme los? Meh, meh, meh. Ist auch schon wieder ein Mottenmann-Kultist. So, der Wahnsinn. Gönnen Sie mir noch nicht mal meine 3 Schlinger hier. So, wo ist er jetzt hin? Oh, ich, nee. Ich wollte gerade sagen, ich hab dich doch noch nicht. Göttliche Macht? Es gibt keine göttlichen Mächte. Unterdrücker. Gut, jetzt brauchen wir noch Vorkriegsgeld, ballistische Munition und Stoff. Machen wir mal. Sonst hat das eigentlich keine Bewandtnis, aber gehen wir mal zum Flughafen Morgentown. Nehmen uns jetzt nochmal einen Kollisionskurs an. Was definitiv nochmal Vorkriegsgeld macht. Vorkriegsgeld wird Stoff. Dementsprechend brauche ich danach nur noch ballistische Munition. Also eine Bastelwerkbank. Passt somit alles ganz gut. Weil mein hier müsste doch, glaube ich, auch eine drin gewesen sein. Das weiß ich jetzt immer nicht. In welchem Bahnhof jetzt eine Bastelwerkbank war. Nee, es war eine Laborstation. Weil ich habe ja nur eine Waffenwerkbank an meinem Zelt. Ja, zur Not können wir auch einmal kurz in mein Camp reisen. Da werde ich auch eine finden. So. Gehe heute schon wieder richtig gut mit meiner elektromagnetischen Kartuschen um. So, räumen wir hier aber trotzdem nochmal auf. Wir tun mal so, als wenn jetzt Feiertagsverbrannte da sind, die nächstes Jahr jetzt wieder kommen werden, in Halloween-Style. Ich hoffe, dass sie wirklich noch die Nacht fixen. Die Nacht des Gruselns. Was ist wirklich noch hinkriegen zu Halloween? Dass wir was Wunderschönes zu Halloween kriegen. Das Event freue ich mich eigentlich auch. Auch wenn es jetzt komplett woanders wieder ist, aber dass wir wieder ein Halloween-Event haben. Ein eigenständiges. Die Nacht des Unfugs. Seit es abgeschaltet worden ist, ja, vermisse ich es. Es hat Spaß gemacht. Sogar sehr viel Spaß gemacht. White Spring zu terrorisieren. Die Autos in die Luft zu jagen. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen zum Kampf. Na denn?
Wo sind denn meine Verbrannten? Irgendwann treffe ich dich. Nicht was, sondern wer. Der will schon wieder nicht sterben. Aber jetzt wollte er sterben. Mädchen, du kannst abhauen. Los. Tschüss. Du bist mir Bocktown. Na nun kommt. Lauft mal zu hier. Denn halt nicht. Vorletzte Welle, Verbrannte. Na, nicht schon wieder dahinter verstecken. Erwischt. So, und letzte. Zum Munitionsfarmen für die meisten Typen reicht das sogar auch. Wenn man nicht so wie ich jetzt hier... Ja, Schrotflinte auf Distanz spielen. Macht Spaß. Aber die Explosionen sehen aber so cool aus. Prinzipiell, ich mag alle Gauss-Waffen. Dann einfach cool. Punkt. Könnte mit meiner Affinition zu Energiewaffen hängen. Ja, könnte sein. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber könnte sein. Na gut. Alle, hups. Aber wenigstens wieder ein bisschen Plus gemacht, trotz meines ich schieß wie so ein Bekloppter durch die Gegend. Naja, Verbrannte und Gauss. Wenn man mal mit der Gauss-Minigun Plus fahren würde. Boah, das wäre episch. Aber die ist ja einfach nur dazu da, um zu verheizen. Dann nimm lieber eine andere Gauss-Waffe. Gibt genug. So, wir haben sogar 100 Vorkriegsgeld. Das wird gerade so ausreichen, würde ich mal sagen. Ja. So, wunderbar. Damit sind die täglichen auch einmal komplett durch. Ja. 81, nochmal 25. Okay, was habe ich denn jetzt hier alles eingesackt, ey? Sitze ja hier eine halbe Stunde jetzt nur am Verwerten. Gut, dann fehlt aber jetzt nur noch eine einzige Aufgabe. Diese müssen wir natürlich auch noch gerecht aufteilen, nämlich stell ballistische Munition her. Warum mein Camp da oben jetzt nicht mehr aktiv war, weiß ich jetzt nicht. Das erklärt sich mir nicht. Habe ich ein anderes benutzt gehabt? Wann? Oh, wie? Merkwürdig. War mehr als merkwürdig. Welches Camp hatte ich denn jetzt hier benutzt? Red Rocket. Ja, doch. Ich musste sortieren. Ja, man erinnert sich irgendwann mal wieder. Ja, ich musste meine Red Rocket benutzen, weil ich musste sortieren. Da war was. Da war was. So, aber jetzt komm. Gib mir meine Bastelwerkbank. Dankeschön. So, dann wollen wir jetzt noch einmal ein bisschen ballistische Munition herstellen. Was stelle ich her? Ich habe keine Ahnung. Brauchen tue ich eigentlich nicht wirklich gerade was. Deswegen machen wir jetzt einmal 45er. Kann man eigentlich nie was verkehrt machen. So, sind nochmal 300 Schuss. Er freut sich.
Doch das Kampfgewehr. Gut, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, sind wir fertig, machen wir einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.